Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Magazinsendung und freue mich, dass Sie dabei sind. Das Jahr nimmt nun volle Fahrt auf. Es gibt die ersten Stadtfeste, die Bäume werden grün. Frühling zieht ein und nicht nur der Bürgermeister der Stadt Salzkotten hat einen vollen Terminkalender. Auch unser Redaktionsteam ist wieder viel unterwegs. Heute zeigen wir Ihnen einen Besuch auf dem Selzerfest und feiern das Jubiläum 40 Jahre Wochenmarkt in Salzkotten. Den Frühling locken wollte auch die Stadt Salzkotten beim diesjährigen Selzerfest, dem ersten Stadtfest des Jahres. Für den Start in die Salinensaison waren dieses Mal sogar zwei Bürgermeister anwesend und die Einzelhändler hatten nicht nur ihre Geschäfte geöffnet, sondern auch viele Aktionen, besonders für die jüngsten Besucher, im Angebot. Schlendern Sie mit meinem Kollegen Tobias Kleinschulte über das Stadtfest und sehen Sie selbst, was das Selzerfest 2023 alles zu bieten hatte. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin total untersommert. Die warmen Temperaturen lassen auf sich warten. Bis gestern hat es hier noch ordentlich geregnet und auch heute haben wir echt ganz, ganz niedrige Temperaturen und die Sonne, die ist gerade auch nicht zu sehen. Dabei will man doch heute in Salzkotten Frühlingsstimmung verbreiten beim Selzerfest, das traditionell am Palmsonntag gefeiert wird. Und eröffnet wird das Selzerfest hier im Schatten der Saline. Der Spielmannszug Salzkotten spielt. Die Besucher versammeln sich im Schatten von Salzkottens Wahrzeichen, der Saline. Die feierliche Eröffnung nimmt Bürgermeister Uli Berger vor. Anja Ehlert als Vertreterin des Salzkottner Einzelhandels informiert über das Angebot der Kaufleute. Und dann wird es ganz offiziell. Die Salinensaison wird gemeinsam gestartet. Als Ehrengast kann der Bürgermeister von Salzkottens Partnerstadt Seefeld in Tirol, Markus Wackerle, begrüßt werden. Bürgermeister und Ehrengäste drehen sprichwörtlich gemeinsam am Rad. Wassermarsch und das salzhaltige Wasser fließt wieder am Gradierwerk. Zeichen dafür, dass der Frühling da ist. Da sind auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft. Herr Bürgermeister, das Selzerfest bietet ja immer den Auftakt der ganzen Stadtfeste. Was macht aus Ihrer Sicht das Selzerfest so besonders? Ja, dass das erste Fest im Jahresreigen ist, dass die Leute rauskommen wollen bei meistens schönem Wetter. Wir hatten allerdings schon alles. Wir hatten schon Sturm, wir hatten schon Regen. Jetzt ist es trocken und kalt, aber dass man damit dann auch loslegen kann und sagt, es wird Frühling, die Tage werden länger, man kann wieder mehr draußen machen. Um die 100 Attraktionen soll es heute in Salzkotten geben. Wie schafft man das, sowas alles zu organisieren und die Fäden ja irgendwie doch wieder zusammenzuführen? Ja, man braucht ein starkes Team im Hintergrund. Wir haben mit Salzkotten Marketing motivierte Mitarbeiterinnen mit Steffi Herting, Boni Werner, Inge Adrian und den restlichen, die viel Herzblut in diese Stadtfeste geben. Wir haben dann das Ehrenamt noch mit dabei, Günter Hesse, die uns mit unterstützen. Und dann setzt man sich zusammen und hat verrückte Ideen und stemmt dann so ein Programm, was dann wirklich 12 Seiten hat. Das macht mich auch stolz. Politik geht auch mit Freundschaft, haben wir eben gelernt beim Grußwort des Bürgermeisters aus Seefeld. Sie haben ein Kunstwerk bekommen. Wird das denn einen Ehrenplatz in Ihrem Büro bekommen, wie angekündigt? Auf jeden Fall. Ich bin jetzt im Moment im Ausweichbüro. Das ist räumlich etwas beschränkter, was die Möglichkeiten für Bilder angeht. Aber wenn ich wieder in mein altes Büro zurückziehe, ich bin zuversichtlich, dass das in diesem Jahr zum Herbst hin auch funktioniert, dann wird es einen Ehrenplatz bekommen, weil es wirklich auch ein schönes, sichtbares Zeichen der Freundschaft ist, die wir jetzt seit vielen Jahren pflegen. Ja, und ich würde sagen, wir laden uns schon mal ein und gucken dann mal, ob die Bilder auch alle gerade hängen. Gerne. Danke, tschüss. Herr Wackerle, Sie haben ja in diesem Jahr die Schirmherrschaft über das Selzerfest übernommen. Haben Sie lange gezögert, als Sie gefragt wurden, oder haben Sie sich spontan entschieden und Ja gesagt? Bei dieser Freundschaft, was der Uli und ich gemeinsam haben, war das für mich sofort ein Ja. Wir kommen da hoch und ich mache das. Herr Rüther, auch Sie heute zu Gast beim Selzerfest. Was zieht Sie denn immer wieder so gerne nach Salzkotten? Ja, Salzkotten ist einfach eine unheimlich attraktive Stadt und die Menschen sind natürlich auch klasse hier. Also einfach das Gesamtpaket zieht mich immer wieder hier hin. Sie hatten in Ihrem Grußwort auch eben lobende Worte für den Bürgermeister. Was macht denn aus Ihrer Sicht unseren Bürgermeister so besonders? Ja, einmal neben dem, dass er natürlich ein toller Mensch ist. Uli Berger engagiert sich unheimlich für seine Stadt und schafft es immer wieder zu integrieren. Und man merkt ja, Salzkotten auch durch die tollen Konzerte an der Dreckburg wird immer bekannter. Also Uli hat es einfach gut im Griff, seine Stadt. Und Sie, Ihren Kreis, Dankeschön. Bitte und danke. Die B1, Salzkottens Hauptverkehrsader, ist auch bei diesem Stadtfest für den Verkehr gesperrt. Wo sich alltäglich Auto an Auto reiht, können heute die Besucher des Selzerfestes flanieren. Die ortsansässigen Kaufleute, Vereine und Gruppierungen haben ein attraktives Rahmenprogramm für Groß und Klein auf die Beine gestellt. Und die Innenstadt zeigt sich österlich dekoriert.
An jeder Ecke kann herzhaft geschlemmt werden, mal rustikal, mal süß. Die Einzelhändler haben ihre Geschäfte geöffnet und laden zum Stöbern und Kaufen ein. Und auch für die Jüngsten gibt es jede Menge Mitmachaktionen. Auf dem Marktplatz ist auch in diesem Jahr wieder die große Familienoase aufgebaut. Ein Unterhaltungsprogramm vor allem für die Jüngsten. So bieten die Mondkicker zum Beispiel ein Mini-Kicker-Turnier an. Ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg und das beliebte Bungee-Springen dürfen ebenso wenig fehlen wie das Dosenwerfen, organisiert von der Montessori-Schule. Auch vor Ort die Judo-Abteilung des TV Salzkotten und die Freiwillige Feuerwehr, die mit den Kindern den großen Feuerwehrschlauch ins Rollen bringt. Für die Kinder gibt es heute etwas ganz Spezielles, nämlich eine Stadtrallye. Und ihr müsst jetzt von einem Schaufenster zum nächsten gehen und da Fragen beantworten und das Ganze aufschreiben. Ja. Johannes, wie gefällt dir das? Ich finde die Aktion gut, vor allen Dingen auch bei den anderen Stationen. Es gibt nämlich auch an anderen Festen solche Sachen und da machen wir auch öfters mit. Man kann, glaube ich, auch was gewinnen, oder? Worauf spekulierst du? Ich glaube, das ist wieder so ein Selzer-Gutschein, weil das kenne ich halt so und das ist auch bei der Stadtbibliothek, beim Sommerleseklub, da mache ich auch mit. Das klingt richtig gut, du bist richtig engagiert. Wir drücken die Daumen, dass ihr beiden, Justus und Johannes, dass ihr die Preise gewinnt. Ja. Viel Spaß euch. Ciao. Danke. Tschüss. Aus der überdimensionalen Siedepfanne steigen schon Rauchschwaden gen Himmel und tatsächlich kann man hier schon die ersten Salzkristalle sehen, die sich aus der Sohle bilden. Das Salzer Kollegium zeigt hier eindrucksvoll, wie man in Salzgrotten vor Jahrhunderten zu Reichtum gekommen ist, nämlich mit dem Salzsieden. Und das funktioniert 2023 noch genauso wie vor ein paar hundert Jahren. Und Rudi Niggemeier weiß ganz genau, worauf es ankommt beim Salzsieden, nämlich? Ja, das ist schon ein interessanter Prozess, denn wir wollen ja im Grunde hier beweisen oder zeigen, wie also die Salzherstellung vor gut 100 Jahren hier noch in Salzkotten war, indem man im Grunde die Saline genutzt hat und das Wasser in der Saline, Salzwasser, auf einen Grad von 15-18% gebracht hat und nun in den großen Pfannen letztendlich so lange mit Feuer, Buchenholz befeuert haben, bis dann letztendlich Salz als das weiße Gold von Salzkotten rausgekommen ist. Ja, und ihr seid ja auch ganz aktiv, was die Salzquellen in Salzkotten angeht. Der Werksmeister Dr. Klaus Michels hat eben bei der Eröffnung schon verraten, dass ihr Proben nehmt. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Gibt es da schon was zu berichten? Ja, ein bisschen schon. Wir sind ja im Grunde schon mal runtergekommen auf 35 Meter, glaube ich, war es, und sind dann nicht weitergekommen. Und müssen jetzt ein wenig nachhelfen, aber dafür müssen wir eine Genehmigung vom Bergbauamt haben. Das ist in Deutschland so, sodass wir warten, dass wir so, ich denke im Sommer werden wir da ein Ergebnis haben, um dann unter Umständen unseren großen Wunsch zu erfüllen, dass wir wirklich das Salzwasser aus der Erde holen und hier in die Pfanne bringen. Jetzt mogeln wir so ein bisschen, weil wir den hohen Salzgehalt ja nicht haben in der aktuellen. Aber wenn es dann soweit ist, wir machen jetzt einen Deal, dann ist das Salz-TV natürlich dabei. Gerne, sind wir wieder dabei. Dankeschön und viel Spaß heute noch. Okay. Unsere Lieblingsimker aus Salzkotten sind natürlich beim Salzerfest auch vertreten und heute sind sie mit einem Stand in der Stadtbibliothek. Sie wollen nicht primär Honig verkaufen, sondern die Kinder über die Bienen informieren. Was können die Kinder denn heute bei euch erfahren? Also im Grunde genommen alles, was Sie wissen möchten. Wir haben die Veranstaltung mal genannt, die Biene unsere Freundin. Das heißt, wir möchten, wenn dann bei dem einen oder anderen Kind vielleicht Berührungsängste vorliegen, in Kontakt zu treten mit Bienen, einfach mal sagen, dass Bienen uns nicht gefährlich werden, dass Bienen uns auch auf der Terrasse nicht stören, wenn wir im Sommer mit einem Marmeladenbrötchen draußen sitzen. Und es geht darum, was ist einfach eine Biene, es gibt die Arbeiterin, es gibt die Königin, es gibt die Drohnen, wie lange brauchen die, um sich zu entwickeln, vom Ei dann zur fertigen Biene im Grunde genommen. Und auch, wie kommt Honig ins Glas, wir haben ja unseren Honig hier auch stehen, also vom Nektar, den ja die Biene aus der Blüte holt, bis letztendlich dem Honig, der dann im Glas landet, wie funktioniert das eigentlich? Darum soll es gehen. Ja, darum soll es gehen und ihr habt schon ordentlich zu tun, die Kinder warten schon und wir unterbrechen das hier gerade, deswegen, wir stören nicht weiter, viel Spaß euch und gute Gespräche. Ja, vielen Dank, wir freuen uns. Bis bald, danke. Inge Adrian, Vorpresserin in Salzkotten, was das Stadtradeln angeht. In den letzten Jahren war es ja ein bombastischer Erfolg. So viele Leute wieder mitgemacht haben und in diesem Jahr wollt ihr wieder Stadtradeln anbieten, stimmt's? Ja, wir bieten wieder Stadtradeln an, freuen uns natürlich unheimlich. Wir machen das jetzt auf Kreisebene, also mit dem ganzen Kreis Paderborn zusammen. Und wir starten Muttertag. Also man kann dann schon die ganze Familie einladen und Muttertag losradeln. Und es geht dann bis zum 3. Juni, also einen Tag vom Marathon, weil am nächsten Tag will man ja laufen, endet das Radfahren. Aber dann wünschen wir uns natürlich, dass die Leute die Begeisterung über den Sommer erhalten und weiterhin aufs Fahrrad steigen. Und dann würde ich vorschlagen, an dem Montag wird dann einfach geschwommen, dann können wir den Salzgrotten Triathlon anbieten, das wäre doch was. Entweder das oder ab Dienstag kann man ja dann Richtung Bistritze laufen, das geht dann auch wieder. Sportlich
alles gegeben in Salzkotten. Danke Inge, Adrian, und wir werden natürlich nochmal ausführlich über das Stadtradeln im Salzer TV berichten. Christian, ihr habt ja eine leicht verrückte Idee vorbereitet. Im Juni wollt ihr von Salzkotten nach Bystrice laufen. Ganz genau. Es soll ein Staffellauf sein. Wir hatten schon Erfahrung gemacht mit einem 60-Stunden-Fahrradtour. Und da wir eine sehr große Lauf-Community mit den Tschechen zusammen haben, hatten wir überlegt, das müssen wir da auch zu Fuß bewältigen können. Wie viele Leute seid ihr schon? Wie viel kann man sich noch anmelden? Kann man mitmachen? Und wie ist das Ganze denn eigentlich organisatorisch? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab? Ja, also Läufer dürfen gerne noch mitmachen, Läuferinnen. Wir haben ungefähr schon 20 Anmeldungen. Wir werden das Ganze, diese ganze Etappe wird in vier Teams aufgeteilt. Jeden Tag läuft jedes Team eine 60-Kilometer-Staffel, sodass wir pro Tag 240 Kilometer laufen. Und das Ganze eben in 80 Stunden sind, Pi mal Daumen 4 Tage, dann kommen wir dann in Bystrice an. Das Ganze startet vom 6. bis zum 11. Juni. Ganz genau. Am 6. um 9 Uhr wollen wir morgens loslaufen und 80 Stunden später, das ist der Freitag, 17 Uhr, kommen wir in Bystrice auf dem Marktplatz an. Und wie gut bist du schon im Training? Ja. Okay, danke. Viel Spaß noch heute. Danke. Die Stadt Salzkotten, Salzkotten Marketing natürlich auch vertreten beim Salzerfest. Moni Werner, du hast die Karten schon in der Hand. Dinner in Weiß wird es auch 2023 wieder geben. Ja. Wann denn genau? Wie viel Uhr? Am 23. Juni um 18 Uhr an einem noch geheimen Ort, aber wunderschön und direkt in Salzkotten gelegen. Also, das finde ich jetzt ein bisschen gemein. Also, ich bin ja hier, um Fragen zu stellen und ich möchte natürlich wissen, wo das Dinner in Weiß stattfindet. Kannst du mir dann wenigstens einen Tipp geben? Ist es in Salzkotten, also Stadt Salzkotten, ist in einem Ortsteil? Das ist in der Stadt Salzkotten und wir haben auf jeden Fall eine grüne Wiese. Bin ich da öfter? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, das klingt sehr interessant. Ja. Aber jetzt nochmal, um auf die Karten zurückzukommen, weil ich glaube, du bist schwerer zu knacken als eine Auster. Ich kriege heute nichts von dir raus. 30 Euro für einen Tisch, 8 Personen. Heute um 15 Uhr fällt der Startschuss. Und wenn es noch Restkarten geben sollte, wovon wir erstmal nicht ausgeben, gibt es die wo? Die gibt es dann ab Montag im Bürgerbüro. Und im Salzer TV verrät Moni, wenn er dann demnächst auch, wo das Dinner in Weiß stattfindet. Ja, demnächst. Demnächst. Steffi Herting von Salzkotten Marketing jetzt neben mir und heute besonders stolz, denn vor 14 Tagen wart ihr in Berlin mit eurem Gin 775, der ja letztes Jahr zum Stadtjubiläum herausgebracht wurde, hergestellt mit der Sauerländer Edelbrennerei und mit einer besonderen Salznote, richtig? Richtig. Und dieser Gin ist jetzt ausgezeichnet worden in Berlin mit dem Craft Spirits Award in Bronze. Wie überrascht wart ihr, dass quasi der erste Gin, den ihr mitproduziert habt, gleich so erfolgreich war? Wir waren eigentlich gar nicht überrascht, weil wir wussten ja, dass es ein guter Gin ist. Nein, wir waren schon überrascht mit der Bronzemedaille. Also da haben wir eigentlich gar nicht mit gerechnet. Wir haben den einfach mal einschicken lassen, weil die Jungs von der Sauerländer Edelbrennerei haben gesagt, ey, der ist gut, schick den ein und dann guckt doch einfach mal, wie der bewertet wird. Und als das zurückkam mit der Bronzemedaille, da haben wir uns natürlich mega gefreut. Bei Sportlern, da ist so eine Medaille auch immer Ansporn, weiterzumachen. Dieses Jahr habt ihr Bronze. Sitzt ihr schon hinter verschlossenen Türen und arbeitet jetzt am nächsten Getränk, damit irgendwann nochmal Silber und Gold rumkommt? Nein. Ich denke, wir werden den jetzt erstmal weiter produzieren und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Ergebnis, was wir da haben. Und da können wir schon stolz drauf sein und werden jetzt schauen, dass wir da noch ganz viele von verkaufen können. Na dann, Prost. Prost. Was wäre ein Stadtfest ohne Musik? So richtig was auf die Ohren gibt's hier auf dem Marktplatz mit der Coverband Flight 69. Daniel Hessel von der Volksbank Büren-Salzkotten. Ihr habt ja einen richtigen Coup gelandet, ihr als Verbund Volksbank OWL. Alvaro Soler kommt im Sommer an die Dreckburg. Wie ist es denn zu der Idee gekommen? Ja, also wir freuen uns erstmal sehr, dass wir wirklich diesen internationalen Topstar verpflichten konnten sozusagen. Und das Besondere ist, dass es wirklich ein exklusives Konzert ist für die Mitglieder unserer Verbund Volksbank OWL. Und so wollen wir ein Stück weit was in die Region zurückgeben. Mit wie vielen Zuschauern rechnet ihr oder was ist die Maximalgrenze? Wie viele Leute können mit Alvaro Soler ein Konzert feiern? Ähnlich wie bei dem Konzert einen Tag vorher rechnen wir mit 5000 verfügbaren Tickets. Ein Großteil ist auch schon in kürzester Zeit vergriffen. Von daher, wer jetzt noch nicht zugegriffen hat, sollte schnell tätig werden. Und die Karten gibt es heute auch zu kaufen oder nur online? Hier am Informationsstand haben wir kleine Karten mit einem QR-Code. Den können die Leute gerne mitnehmen und sich direkt online
die Tickets bestellen, 2 Tickets pro Mitglieder. Wie man mit Leerstand kreativ umgeht, das zeigen die Mitglieder des Förderervereins der Selzer Lagune. Was habt ihr heute hier gemacht auf diesem trostlosen Platz? Ja, wir sind von Stadt Salzgott Marketing angesprochen worden, ob wir den Platz füllen können. Und da haben wir dann uns kurz entschlossen, unsere E-Mails zu öffnen und dass wir halt die Trödler, die wir sonst auch immer im Oktober haben, anzuschreiben. Die haben spontan Ja gesagt. Die brauchten nur einen Kuchenspenden für uns, also ohne, brauchten keine Stadtgebühr bezahlen, genau. Und alles, was wir einnehmen bei uns am Stand, ist dann für die Katastrophenhilfe zu 100%. Du hast eben schon gesagt, 3. Oktober, der Termin steht aber in diesem Jahr auch wieder. Das ist jetzt heute keine Ersatzveranstaltung, sondern eine zusätzliche Veranstaltung. Ganz genau. Am 3. Oktober werden wir unser traditionelles Trödelmarkt im Salzer Lagune stattfinden. Bei bestem Wetter wie den letzten beiden Jahre auch und dann wollen wir auf eine Zahl zu. Es kann nur besser werden als heute. Danke und ihr müsst wieder verkaufen. Dankeschön, ciao. Danke euch. Eine ganz besondere Aktion hat der eine Weltkreis vorbereitet. Hier kann man Schokolade probieren, aber nicht irgendeine Schokolade, richtig? Ganz genau. Und zwar 5 an der Zahl. Wir haben hier 5 Vollmilchschokoladen präsentiert. Alle fair gehandelt und alle werden bei uns im Laden verkauft. Und eine davon ist die Stadtschokolade. Und seit einiger Zeit haben wir uns ja entschieden, die Stadtschokolade aus dem Projekt Plant for the Planet zu nehmen. Also nicht nur lecker Schokolade essen, sondern auch dafür sorgen, dass Bäume gepflanzt werden. Und seitdem wir die Schokolade verkaufen, haben wir schon dafür gesorgt, dass mehr als 600 Bäume gepflanzt werden. Das ist ja wirklich unglaublich. Vielleicht ist mal ein Tipp für die Gäste, die gleich raten müssen, wonach schmeckt denn die Salzgottner Schokolade? Woran kann man sie erraten? Also, ich würde sagen, ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie eine Schweizer Schokolade ist. Sie ist sehr zart schmelzend und ich glaube, dass man das eventuell rausschmeckt. Herr Werger, es gibt einen Sieger hier beim Schokoladentasting, das ist der Bürgermeister. Das stinkt doch zum Himmel, oder? Das könnte man meinen, aber ich bin passionierter Schokoladenesser und es war einfach so, dass die Stadtschokolade am besten schmeckte. Alles andere schmeckte so ein bisschen nach Nougat, war ein bisschen hart im Abgang oder hart beim Knuspern und das war einfach die beste Schokolade. Also kein Fake, sondern Sie haben wirklich mitgeraten. Ja, richtig. Und Sie hatten natürlich auch tatkräftige Unterstützung heute von Markus Wackerle, dem Bürgermeister von Tirol, den wir am Anfang des Beitrags schon gesehen haben. Sie haben auch mit probiert. Hat Ihnen die Salzgottner Schokolade auch am besten geschmeckt? Eindeutig, diese Schokolade muss man mögen. Sagen die beiden Bürgermeister. Dankeschön. Wie gefällt Ihnen das Selzerfest und warum? Weil ich aus Geseke komme und ich es eigentlich ganz hübsch finde, hier mal so sonntags rumzulaufen. Mit den Kindern, schöne Aktion, ganz viel hier mit Drehscheibe drehen und so. Sehr schön. Also wir hatten uns das schon vorgenommen vor ein paar Tagen und jetzt haben wir auch auf gutes Wetter gehofft und das ist ja auch so und jetzt sind wir ganz in Ruhe hier durchgeschlendert. Also wir sind ja noch nicht durch. Ich finde das richtig super, vor allem jetzt nach diesen paar Jahren mit Corona endlich mal was Schönes, wo sich die Leute wieder zusammentreffen können und ich finde das richtig geil und ich freue mich davon. Dieses Jahr sehr gut. Weil die Sonne scheint, es keinen Regen gibt. Ein bisschen wärmer könnte es aber sein, ne? Ja, aber wir sind ja schon zufrieden, wenn es nicht regnet. Auch Liebhaber des alten Bleches kommen hier heute auf ihre Kosten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind am Ende unseres Bummels über das Selzerfest. Es gab hier so viel zu erleben. Leider konnten wir Ihnen wie immer nur eine kleine Auswahl zeigen. Aber ich glaube, das, was wir Ihnen zeigen konnten, hat doch vollends überzeugt. Auch wenn die Sonne sich heute echt schwer getan hat und wir richtig frieren. Wir gönnen uns jetzt noch ein warmes Getränk und würden uns freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Die Besucher waren sehr zufrieden. Das Wetter spielte auch mit. Das war ein guter Start in die Freiluftsaison. Diese Freiluftsaison bietet der Salzgottner Wochenmarkt das ganze Jahr über. Hier wird nicht nach dem Wetter geguckt, wenn die Kaufleute ab Freitagmittag ihre Waren anbieten. Und das seit nunmehr 40 Jahren. Ein Grund zum Feiern und Tobias Kleinschulte war dabei. Er stellt Ihnen einige regionale Händler vor, die ein buntes Kaufangebot präsentieren. Er ist eine echte Institution in Salzkotten, der Salzkottener Wochenmarkt. Jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr. Und in diesem Jahr gibt es ein Jubiläum zu feiern. 40 Jahre Wochenmarkt. Und aus diesem Anlass hat man den Wochenmarkt heute noch ein bisschen aufgepimpt. Es gibt eine Liveband und es gibt auch ein paar Streetfoodwagen. Und wir schlendern mal gemeinsam über den Markt hier in Salzkotten.
Zum Wochenmarktjubiläum hat auch Erlebnisgärtner an die Beine den Weg zum Marktplatz gefunden und ihr habt ja was ganz Tolles in diesem Jahr entwickelt, den Lavendel-Gin. Kannst du vielleicht da mal 2, 3 Worte zu sagen? Um meine Produktpalette zu erweitern, habe ich mir gedacht, was kann man machen, und dann kam mir natürlich der Gin entgegen und den haben wir dann mit der Sauerländer Edelbrennerei machen lassen, genau wie die Salzkottener mit ihrem Gin. Und wir haben 2 Variationen, einmal den ganz normalen und dann den extra, der so ein bisschen kräftiger nach Lavendel ist. Jetzt im Frühjahr ist ja auch Pflanzzeit, Saatzeit. Was würdest du den Zuschauern empfehlen? Welche Kräuter sollte man jetzt unbedingt in den Boden kriegen? Wir haben jetzt Ende März, also ab April kann man sein Hochbeet oder seinen Garten bestücken und vielleicht noch ein bisschen mit den Frostpflanzen, also die Pflanzen, die frostgefährdet sind, noch ein bisschen warten bis Ende April, dass man wirklich so die Eishaligen abwarten kann und dann kann man mit allem starten, ne? Sophia Hermelingmeier vom Noltenhof ist eine der jüngeren Marktbeschickerinnen hier. Seit ein paar Jahren seid ihr dabei. Was hat euch denn bewogen, einen Stand auf dem Wochenmarkt in Salzkotten aufzubauen und hier Produkte anzubieten? Weil es ein schöner kleiner Markt ist und wir da den direkten Kundenkontakt pflegen können. Super nette Marktkollegen und wir uns einfach hier richtig wohlfühlen. Euer Fokus liegt ja auf Eiern, aber die Palette an Produkten ist ja noch ein bisschen größer. Erzählt doch mal. Genau, wir haben Nudeln aus eigener Herstellung, verschiedene Glasgerichte, in denen wir die Hühner quasi drin verarbeiten. Genau, Wachteleier, Honig und halten einen Verkauf direkt ab Hof, wo wir noch weitere Produkte haben, wie zum Beispiel Hähnchenfleisch. Genau. Was würden Sie sagen, warum sollen die Salzkottner unbedingt hierher kommen und die Produkte nicht im Supermarkt kaufen? Also was macht das Besondere hier am Markt und an den Marktprodukten aus? Also der Wochenmarkt ist ein absolut sozialer Treffpunkt, wo man Strukturen pflegen kann, wo man auch in Ruhe nach Kleingeld kramen kann, ohne Zeitdruck zu haben. Hier darf man quatschen, sich austauschen und man unterstützt regionale Strukturen, lokale Hersteller. Das Geld bleibt quasi hier in der Gegend und geht nicht in den Onlinehandel etc. über, genau. Sagt Sophia Hermelingmeier. Dankeschön. Gerne. Ein richtiges Urgestein auf dem Salzkottner Markt ist die Familie Schlüter. Anton Schlüter in 2. Generation hier. Seit 40 Jahren hat Ihre Familie einen Stand auf dem Salzkottner Wochenmarkt. Was ist denn das Besondere am Salzkottner Wochenmarkt aus Ihrer Sicht? Für uns liegt es nah dabei. Wir wohnen in Wever und haben unseren Betrieb in Wever. Und das ist für uns einfach, hier hinzukommen, ne? Also wenn wir weite Anfahrten haben. Was ist denn das Produkt, was bei Ihnen am meisten verkauft wird? Was kaufen denn die Salzkottner hier so? Das liegt an der Saison, was gerade da ist. Spargel, Erdbeeren oder im Winter Clementinen, Apfelsinen, ne? Wir haben kein Produkt jetzt, was fest das ganze Jahr da ist. Ne? Markt lebt ja auch von Veränderungen. Würden Sie sich irgendwas wünschen, was man in Zukunft hier noch besser machen kann? Oder sagen Sie, es ist alles so in Ordnung und der Markt soll so fortgesetzt werden, wie er immer war? Mehr Parkplätze wäre vorteilhaft, gerade wenn man sieht in der Bauphase die ganzen Fahrzeuge, die alle hier stehen im Weg, die Leute können nicht parken. Und unsere Kundschaft ist nun mal ältere oder die Autos haben. Ne? Und von der Stadtverwaltung könnte man sich wünschen, auch ein bisschen mehr Präsenz zu zeigen. Heute sind Sie da. Ich hoffe, die waren dann auch schon bei Ihnen am Stand, aber generell natürlich die Einladung, hier jeden Freitag aufzutauchen. Sie sagen gerade, das Publikum ist generell ein bisschen älter. Wir beide sind ja eher aus der jüngeren Fraktion. Wie kann man denn noch mehr Jüngere hier hinbekommen? Das wird schwierig. Das liegt an Gehaltsvorhörung. Manche, die haben ja nicht das Geld dafür, um hier einzukaufen. Ja. Okay, aber Sie halten trotzdem weiter durch. Ja, solange es klappt und solange die Umkosten noch passt, also dass wir durchkommen, ja, sonst ist auch Schluss, ne? Für den Markt hier. Wir drücken die Daumen, dass es noch mindestens 40 Jahre weitergeht. Dankeschön. Vielleicht kommt ja noch die nächste Generation. Dankeschön. Und für 40 Jahre Treue gibt es dann noch eine besondere Ehrung. Eine Urkunde aus den Händen von Bürgermeister Uli Berger und Blumen von Stefanie Herting von Salzkotten Marketing. 40 Jahre Markt in Salzkotten. Herr Bürgermeister, was für persönliche Erlebnisse, Erinnerungen haben Sie denn an den Markt in Salzkotten? Ja, ich bin ja inzwischen auch schon 33 Jahre bei der Stadtverwaltung tätig. Das heißt, der Wochenmarkt begleitet mich jetzt auch schon mein ganzes Berufsleben. Es ist immer schön zu sehen, was für ein buntes Treiben ist, wie viele Leute hier einkaufen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit schon vor 40 Jahren in Salzkotten aktuell war. Und ich bin froh, dass wir so einen Wochenmarkt haben und dass viele Leute ihn auch nutzen. Das Wetter könnte natürlich zum Jubiläum schöner sein. Ich habe gehört, am Anfang, also vor 40 Jahren, soll es auch Widerstände aus der heimischen Kaufmannschaft gegeben haben gegen diesen Markt. Sind diese Widerstände mittlerweile gebrochen? Ich glaube schon. Was vor 40 Jahren, weiß ich nicht, ist auch Schnee von gestern. Teilweise sind einige Personen ja Änderungen nicht gegenüber aufgeschlossen. Aber es ist, glaube ich, jetzt ein fester Bestandteil, dass diejenigen, die auf dem Wochenmarkt einkaufen gegangen sind, die auch von weiter weg kommen, dann vielleicht auch die Gang in die Innenstadt machen und zusätzlich einkaufen.
Man sagt ja, man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Welche Änderungen hat denn der Wochenmarkt durchgemacht und gibt es vielleicht auch schon Zukunftsperspektiven? Ich glaube, beim Wochenmarkt ist es so, dass gerade die Beständigkeit Programm ist, dass der Marktstand immer da steht, wo er schon über viele, viele Jahre steht. Das ist einmal auch Wunsch der Marktbeschicker, aber auch der Besucherinnen und Besucher. Wir wollen Stände haben, nicht 5 Fischstände hintereinander, dass man sich auch gegenseitig keine Konkurrenz macht, sondern ein buntes Angebot. Heute haben wir es mal erweitert mit ein bisschen Streetfood und Musik. Das ist vielleicht sicherlich noch ausbaufähig, aber wir versuchen punktuell dann den Wochenmarkt auch noch durch weitere Stände aufzuwerten. Aber prinzipiell soll sich am Konzept erstmal nichts ändern in nächster Zeit? Absolut nicht. Der Platz ist gesetzt und auch wenn wir den Marktplatz neu gestalten, soll der Wochenmarkt weiter hier stattfinden. Sagt Salzkottens Bürgermeister Uli Berger. Vielen Dank. Gerne. Vom Eggehof in Dürrenhagen ist jetzt Doris Heuschen bei uns und Sie sind auch schon seit 10, 15 Jahren hier in Salzkotten vertreten. Was schätzen Sie denn am Salzkottener Wochenmarkt? Es geht gemütlich hier zu. Man kennt mehr oder weniger die Kunden. Es gibt also ganz, ganz viele Stammkunden. Im Gegensatz zu Paderborn, da gibt es also viel Laufkundschaft. Ja, und das ist, ja, man kennt die Leute persönlich, wenn man so viele Jahre hier ist. Es wird auch mal ein persönliches Wort gesprochen. Und ja, das ist das Schöne am Salzkottener Wochenmarkt. Man sagt ja immer, Fleisch kaufen ist auch Vertrauenssache. Und viele kommen zu Ihnen, weil Sie vor Ort produzieren und auch die Tiere hier aus der Region kommen. Wo kommt denn Ihr Fleisch her? Wir kommen aus Dürrenhagen. Das ist 8 Kilometer von Paderborn Richtung Warburg. Viele unserer Kunden kennen auch unseren Hof persönlich, weil wir einige Male Tag der offenen Tür gemacht haben. Ja, und dann waren wir mal im Fernsehen vertreten. So wie heute. Ja, so wie heute, genau. Bei Land und Lecker musst du dabei sein. Ja, bei Land und Lecker. Das haben wir mal vor etwa 10 Jahren mitgemacht. Ja, und somit ist das, denke ich, man verkauft nicht nur Fleisch, sondern man verkauft sich auch ein Stück selber mit. Und das machen Sie besonders gut, wie wir gerade gesehen haben. Vielen Dank für die Zeit und viel Spaß in den nächsten Jahren hier. Danke. Ja, danke schön. Auch seine Familie ist seit 40 Jahren hier auf dem Salzkottener Markt vertreten. Wir freuen uns, dass er auch heute da ist. Thomas Winkelheide aus Steinhorst. Sie bringen uns seit 40 Jahren die Kartoffeln nach Salzkotten. Was ist denn so toll an der Kartoffel? Oh, ja, die Kartoffel ist natürlich hier in Ostwestfalen Grundnahrungsmittel. Die wird natürlich 3-mal täglich gegessen, ist ganz klar. Und wir versorgen seit 40 Jahren die Salzkotten mit Kartoffeln. Also das funktioniert hier sehr gut. Sie haben ja auch ganz viele Stammkunden. Was erzählen die Ihnen? Warum kommen die so gerne zu Ihnen und kaufen die Kartoffeln nicht im Supermarkt um die Ecke? Die meisten Stammkunden kommen natürlich schon seit Kindertagen hierhin, seitdem sie selber klein sind. Und die sind mit dem Salzkottener Wochenmarkt groß geworden. Und seitdem her kaufen die bei uns die Kartoffeln. Und das wird an die nächsten Generationen auch wieder so weitergegeben. So wie das Geschäft ja auch. Was ist denn die beliebteste Kartoffelsorte der Selzer? Wir stehen hier vor der Annabelle. Das ist so die beliebteste, die verkaufen wir am meisten. Das funktioniert am besten. Zum Geburtstag darf man sich auch immer was wünschen. 40 Jahre Wochenmarkt in Salzkotten, haben Sie Wünsche? Was könnte man besser machen, was könnte man anders machen in Zukunft? Wünsche? Wir sind hier grundsätzlich erstmal sehr zufrieden auf dem Salzkottener Wochenmarkt. Natürlich wünscht man sich, dass ein oder zwei Markthändler wieder hier mehr beikommen, dass noch eine größere Vielfalt da ist. Aber ansonsten sind wir sehr zufrieden, natürlich. Wir gucken positiv in die nächsten Jahre. Sie sind ja auch eine Stammkundin hier auf dem Wochenmarkt in Salzkotten. Warum kommen Sie denn so gerne? Weil ich immer gerne hier die Wurst vom Eggenhof hole und hier hole ich immer die Kartoffeln und so. Das mache ich immer ganz gerne. Was schätzen Sie denn hier mehr, vielleicht auch atmosphärisch, als im Supermarkt? Finde ich auch frischer alles, wenn man das Gemüse und das alles holt, ne? Warum kaufen Sie denn auf dem Wochenmarkt ein und nicht im Supermarkt? Weil es hier besser ist. Frische Ware, Heimware, also aus der Region. Die Leute kennen wir, alles nicht so anonym. Das heißt, wenn Sie die Leute kennen, sind Sie ein Stammbesucher und heute nicht zum Jubiläum hier, sondern öfter? Wir sind hier immer hier, also jeden Freitagabend, Nachmittag, ne? Da gucken wir hier, was es hier gibt, ja. Ich komme regelmäßig, schon seitdem es den Markt hier gibt. Ich habe sonst früher hier zu Hause weiter gewohnt und eben die Frische und 2 Personenhaushalt brauchen sie nicht immer alles riesig abgepackt und so. Und die Leute muss man auch unterstützen. Ne? Also alles, was ich brauche, finde ich hier. Na, das ist doch mal ein super Schlusswort. Also dann auf die nächsten 40 Jahre Salzkottener Wochenmarkt. Frische, regionale Ware bei Händlern kaufen, die man schon lange kennt und weil man alles bekommt, was man braucht,
Wenn Sie den Salzkottner Wochenmarkt noch nicht kennen, sollten Sie die Angebote am nächsten Freitag auf jeden Fall einmal testen. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, denn wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Lust haben, stöbern Sie doch einmal in unserer Mediathek. Im Internet finden Sie alle Berichte unter selzer.tv und unsere Magazinsendungen unter nrvision.de. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und sage Tschüss und bis bald.